Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Rankle-Video. Okay, die Statistik, ihr seht, wir haben bis jetzt fast alles einmal gehabt. Null zum Glück noch nie, das werden wir auch niemals haben. Aber sechs hatten wir auch noch nicht. Und die holen wir uns jetzt. Ey, it's your boy, Skinny. Kabusterbeeren. Wir springen direkt in den ersten Fall rein und er sieht überhaupt nicht gut aus. Ih, das ist ja ganz schön arg verpeukselt. Kann ich... Stopp. Das Maximum, okay. Naja, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Wahrscheinlich schon vielfach drüber inkodiert. Mhm. Unnötiger Sprung. Aha. Hat sich nochmal eingekriegt. Und Banane riecht er auch. Ja, Man hört hier keine Mates talken. Was eigentlich für eine etwas höhere Elo spricht, beziehungsweise, es kommt natürlich darauf an, wie er sich eben mit den Leuten unterhält, wenn er im Teamspeak ist oder Discord oder was und irgendwie halt gerade sich weggemutet hat und die anderen deswegen nicht hört, ne, weiß ich nicht. Aber auf niedriger Elo wird gerne mal mehr getalkt, mehr gelabert und so, ja, geil, du hast getroffen, und auf hoher Elo halten halt eher alle mal die Gusch, damit auch das Play funktioniert oder höherer Elo, aber das ist nicht zwingend so. Boah, bei ihm bin ich jetzt hier direkt irgendwie sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Das könnte irgendwie gefühlt alles sein. Er geht hier rein, jumpt vor sich hin, hat sicherlich, ich nehme an, die Ansagen bekommen. Ich habe hier keine Map oder irgendwas. Ich kann nicht sehen, wer wann wo wie rumgestanden ist. Aber ich nehme an, er wusste, dass halt die letzten X auf B noch sind. Bombe ist dort down. Er geht schön rein, aimt alles ab. Da ist der Gegner. Und ja, wir gucken mal kurz, wie er Richtung City predicted. Da oben ist halt der andere Knilch. Und dann hofft er, dass Zeit wahrscheinlich clean ist. Ich sehe auch nicht, wie viel Zeit er noch hat, was halt auch sehr, sehr dämlich ist. Ich gehe davon aus, dass er so gut wie keiner mehr hat. Die Runde wird sehr weit vorangeschritten sein, deswegen ist er hier gezwungen zu legen. Was wiederum natürlich für eine etwas höhere Elo spricht. Aber es ist echt kacke, dass ich nichts sehe. Auf niedriger Elo kann es natürlich vorkommen, dass jemand trotz dessen, dass die Zeit abläuft, nicht auf Plant geht, sondern versucht, lieber auf den Kill zu gehen und deswegen halt die ganze Runde verliert, weil die Zeit abläuft. So, passt auf, ich deduziere. Ich sage mal, es ist nicht Silber, es ist wahrscheinlich auch nicht Gold 4. Und Global wird es auch nicht sein. Wahrscheinlich auch nicht Supreme. Ich sage, es ist in diesem Bereich hier, es ist hier einer von diesen vier Rängen. Da halt niemand was spricht, das ist halt echt dämlich. Ich habe übrigens eine Aufnahme, ihr habt sie auch in der Statistik gesehen, habe ich leider wegwerfen müssen. Also die habt ihr nicht gesehen, weil ich meine Voice nicht anhatte. Ich habe jetzt extra mehrfach geschaut, ob das Mic an ist. Da habe ich die ersten zwei Fälle so perfekt beschrieben. Jedes Mal alle, also beide Sterne, aber beim letzten halt voll verkackt. Da hatte ich halt Anhaltspunkte wie das Team und sowas. Aber hier ist es einfach still, ich habe noch nicht mal irgendwas im Display. Also vom Aim her und von der Prediction her kann es ein Lem sein, es kann ein DMG sein und es kann auch ein guter AK-Spieler sein. So wie er sich bei dem Drop gefangen hat, als der eine oben runtergesprungen ist oder sich hat droppen lassen eben einfach, würde ich sagen etwas höher, weil er halt seinen Spray oder seine Shots wieder unter Kontrolle bekommen hat. Ich mache jetzt Lem und hoffe aufs Beste. Shit! Mann! Ich hätte DMG machen sollen! Okay, aber dafür, dass ich so gut wie keine Info hatte, war das wahrscheinlich kein schlechter Start. Jetzt können wir uns halt die 6 Sterne auch wieder in die Haare schmieren. Aber nein, wir lagen immerhin dann doch ganz gut. Ich habe das, denke ich, mittelprächtig einsortiert. Nächster Clip mit Voice. Das ganze Team ist noch dort. Hier hat man die vollen Infos am Start, das ist schon mal schön. Aber dieses 4:3 Gequetsche ist es halt einfach nicht. Mal gucken. Da war er schön drauf, schöne Reaktion. Ihn würde ich direkt einen Ticken höher einsortieren als den letzten. Wobei, er ist halt auch hektischer. Das hat vielleicht jetzt auf mich irgendwie besser gewirkt. Er ist halt sehr steady, aber ist halt auch AK-Play versus Pistol-Play, also im Vergleich zum letzten Fall. Er mollet hinter sich ab und geht hier in den Engage rein, sprayt voll in seinen Mate, oder? Weil er hat seinen Mate reingejallert. Das hat er auch schön gesehen, dass da die Nate aus der Smoke rauskam und da halt wohl dann noch einer folgt. Also kurz bevor man den gesehen hat, hat er schon angefangen reinzufranzen, würde ich sagen. Ja. Den hat er auch gehört, hat er auch schön gemacht. Also auf keinen Fall schlechter als der gerade eben, eher ein Ticken besser, sag ich. Ich würde ihn hier einsortieren. Ich denke nicht Global, sondern eher Supreme. Supreme, so. Und werde das direkt festmachen. Ist einfach Global, Mann, so eine Scheiße. Für Global hat mir so der letzte Schliff irgendwie gefehlt, der letzte Clap. Aber ja, die Prädiktion war hier auch wieder nicht schlecht.
Aber mit viel Pech gehen wir hier nur mit 3 Sternen raus. Beziehungsweise mit 2. Mit viel Pech sogar nur mit 2, ey. Und der Clip ist auch nur 23 Sekunden lang. Also da waren wir jetzt ein bisschen verwöhnt, oder? Die letzten paar Clips waren gefühlt irgendwie immer 50 Sekunden oder so, Minimum. Na, AWP bespielt hier mit ekelhaftem Sound. Hört sich das kacke an. Als hätte es jemand, das ist auch leicht verzögert, oder? Der Ton ist, glaube ich, minimal verzögert, um ein paar Millisekunden. Und als hätte es jemand über seine Boxen, als hätte jemand über seine Boxen den Ton abgefilmt. Muss aber nochmal reingucken, das weiß irgendwie nicht so stark. Dann ist die AK, die er haben will, er bückt sich da so ganz merkwürdig runter. Da will ich schon in eine etwas niedrigere Elo gehen. Spray war in Ordnung, das war auch ganz in Ordnung. Die Mates hören sich jetzt zum Beispiel einfach nicht so High-Elo-mäßig an. Guck mal. Oh, Schäkel, was ist da los? Also das sah stark nach einem Casual-Spieler aus, der sich hier so befindet. Jetzt nicht Silver. Dafür hat er das dann doch ganz gut gemacht, oder? Ich sage Gold 4, um es kurz und knapp zu machen. Er könnte aber auch in dem Bereich liegen, aber ich denke nicht hier. Komm. Auf, gib mir die. Scheiße, schon wieder 1 daneben. Knapp daneben ist halt auch leider vorbei. Hat von euch jemand jemals die 6 Sterne knacken können bei Rankle? Bis jetzt schwierig. Schwierige Angelegenheit. Wir lösen jetzt noch ein Giveaway auf. Und zwar haben wir noch eine AWP-Paw für euch aus dem vorvorletzten Rankle-Video. Muss das gewesen sein. Ihr musstet oder solltet schreiben, ob ihr schon mal bei mir im Stream wart, glaube ich. Oder Moment. Doch ja, ob man schon mal in meinem Livestream war, war die Frage, um zu gewinnen oder vielmehr sollte die Antwort eben in die Richtung gehen. Ich bin ja wie immer bei meinem YouTube-Random-Comment-Picker-Dingens und Video ist drin, Filter-Duplicate-Users auch drin, Rechnung habe ich schon gemacht, 9 plus 1 ist wahrscheinlich 10. Wir haben 23 Kommentare, vielen lieben Dank dafür. Ich gehe mit der Kamera hier hin und wir suchen rein. Und wer wird gewinnen? Es ist Anilu. Na also, es geht doch. Puh, eine Frage, die mich auch etwas schockt, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe seit, ich glaube, November nur einen Stream verpasst. Absolute Macherin. Somit, Anilu, hast du das Giveaway gewonnen? Schreib bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und schreib mir auch bitte noch hier deine Kanalinfo, deinen Trade-Link. Der ist ja bereits drin. Sehr, sehr schön. Opti-Moppel, meine Damen und Herren. Ich habe noch 2, 3 Giveaways offen. Die machen wir zu Ende und dann starten wir wieder neue. Die funktionieren hier auf YouTube übrigens so wie auch eben auf Twitch. Also aufgrund von Aktivität. Wenn man Videos schaut und diese Fragen beantwortet, ist man automatisch mit dabei und kann eben tolle Sachen gewinnen. Somit bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und kommende Woche gibt es dieses wunderbare Elgato Stream Deck zu gewinnen. Noch zugeklebt oder hier noch zugeklebt, ist noch von der Twitch Hype Challenge übrig. Das werde ich dann nächste Woche im Twitch Giveaway raushauen. Also einfach mal rankommen, Twitch, der Dummbabbler dort suchen und dann habt ihr mich schon gefunden. Link ist auch in der Videobeschreibung. Gut, danke für alles und leider aller. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.